Denkende Rechtsextreme auf den Treppen des Reichstagsgebäudes. Das politische Berlin ist immer noch geschockt, wie es zu den Ausschreitungen am Wochenende kommen konnte. Union und SPD haben nun eine Sondersitzung des Ältestenrats im Bundestag beantragt. Es soll geklärt werden, wie das Parlament besser geschützt werden kann, ohne das Zentrum der Demokratie zu verbarrikadieren. Die gläserne Kuppel über dem Reichstagsgebäude, eine bewusste Botschaft. Was hier im Bundestag passiert, ist transparent. Zugang soll der Bürger haben. Aber war der Reichstag am Samstagabend gut genug geschützt, als radikale Demonstranten die Treppe stürmten, auch mit der Reichskriegsflagge als Symbol von Rechtsextremisten und radikalen Reichsbürgern? Auf das Entsetzen folgt die Aufarbeitung. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass der Verfassungsschutz noch 2 Tage vor der Demonstration gesagt hat, es gibt keinerlei Hinweise, dass Rechtsextreme versuchen, diese Demonstration für sich zu kapern. Gerade einmal 3 Polizisten versuchen, die Stürmenden aufzuhalten, ehe Verstärkung kommt. Der Bundespräsident hat sie heute empfangen. Dank, Respekt und Anerkennung für ihren Mut. Unerträglich nennt Steinmeier die Bilder vom Samstag, aber der Staat wisse sich zu wehren, dann mahnt er. Wer auf den Straßen den Schulterschluss mit Rechtsextremisten sucht, aber auch wer nur gleichgültig neben Neonazis, Fremdenfeinden und Antisemiten herläuft, wer sich nicht eindeutig und aktiv abgrenzt, macht sich mit ihnen gemein. Berlins Innensenator bedauert die beschämenden Bilder zutiefst, beharrt vor dem Innenausschuss aber darauf, das Reichstagsgebäude sei nicht ungeschützt gewesen und doch soll mit dem Bundestag über ein besseres Schutzkonzept beraten werden. Aus der Union werden Stimmen laut, das Versammlungsrecht zu verschärfen und eine Bannmeile, um das Parlament zu ziehen.